Welcome back, ladies and gentlemen. Ich bin Serpsycho, ich bin wieder am Start mit einem weiteren Video. Wir finden uns in Phasmophobia und heute habe ich mal etwas anderes am Start. Ihr kennt bereits die Videos, als wir in Camp Woodbine waren mit der 12,97 Challenge und ich euch Geister geliefert habe, die man während der Jagd erkennen kann. Natürlich sind das andere Einstellungen als einfach nur stumpf Anfänger, Fortgeschritten, Profi, Albtraum oder Wahnsinn. Und deswegen habe ich mir für heute überlegt, da viele Leute immer noch Probleme haben, mit der Geschwindigkeit von den Zwillingen zum Beispiel, Moro, Tai zu unterscheiden oder auch der Zoom-Effekt vom Jin. Ich glaube, das ist der häufigste Kommentar gefühlt. Deswegen dachte ich mir, ich gehe heute mal nicht in Camp Woodbine, sondern ins wunderschöne Edgefield, in die Edgefield Road besser gesagt. Ich werde hier reingehen, werde euch Geister liefern, die man während der Jagd erkennen kann. Ich drücke an der Stelle die Daumen, dass vielleicht ein Djinn dabei ist. Das ist mein Ziel hier für heute, damit ich euch den Zoom-Effekt ein bisschen näher bringen kann, beziehungsweise so zeigen kann, dass ihr versteht, was der Zoom-Effekt ist. Aber natürlich, wie gesagt, andere Geister sind auch sehr prägnant und wäre gut, sie zu kennen. Genau, ich gehe hier rein, liefere euch Jagden, ihr habt die Möglichkeit mitzuraten, solltet ihr den Geist nicht erkannt haben. Nach dieser Jagd gibt es eine Erklärung, beziehungsweise eine Aufklärung, welchen Geist wir haben und woran man ihn erkennen konnte. So habt ihr die Möglichkeit, das Video zurückzumachen, euch die Jagd nochmal anzuschauen, wissend, also bezogen auf meine Worte. Und dann versteht ihr vielleicht, was das Augenmerk bei diesem Geist ist. Ich nehme jetzt meine Räucherstäbchen, ich gehe hier in die Runde und schauen wir doch mal, ob wir einen Geist bekommen, den man erkennen kann. Jagd beginnt und ihr hört es. Es ist schnell unterwegs. Okay, geräuchert ist es. Und es hat immer noch eine sehr, sehr hohe Geschwindigkeit. Aber man hört, diese Schritte überschlagen sich schon fast. Das ist der Wahnsinn, ne? Kommt auch noch hoch. Mein Gott, das wurde schon noch eng. Also, dieser Geist ist ein bisschen schwieriger zu erkennen, aufgrund der Tatsache, dass es einen anderen Geist gibt, der unter diesen Voraussetzungen entspricht. Es ist noch relativ früh, wir sind gerade erst ins Haus rein und wir haben 0% Sanity. Dort stehen zwei Geister zur Auswahl. Einmal der gute Tai und einmal der gute Moro. Na, Moro hat die schnellste Geschwindigkeit, wenn der Spieler oder die Spieler, also sprich Durchschnitt Sanity, wenn ihr im Koop seid, am niedrigsten ist, sprich auf 0%. Und wenn er dann auch noch Line of Sight bekommt, sprich jemanden sieht, dann erhöht er seine Geschwindigkeit bis auf ein Maximum, das nur dieser Geist erreichen kann. Oder ein Mimic, der diesen Geist imitiert. Und auf der anderen Seite gäbe es unter diesen Voraussetzungen, dass wir relativ früh, also gerade erst reingekommen sind, und dieser Geist eben noch nicht altern konnte, gibt es eben noch den Tai, und dadurch hat er auch eine sehr hohe Geschwindigkeit. Es gibt jedoch einen prägnanten Unterschied, wenn ihr die Geschwindigkeit nicht einschätzen könnt. By the way, wenn ihr nach der Geschwindigkeit geht, und das finde ich sehr gemein, geht nach den Steps, also nach eurem Gehör, nicht nach der Optik, denn aufgrund der Bewegungen drauf zu schließen, wie schnell ein Geist ist, ist nicht einfach. Geht einfach stumpf nach den Steps. Wenn ihr im Versteck zum Beispiel seid, könnt ihr auch Augen schließen. Ne? Ihr könnt die Augen schließen und einfach nur nach dem Gehör gehen, wäre auch eine Möglichkeit. Ne? Da kann man sich teilweise besser konzentrieren. Es gefällt mir gar nicht, dass er jetzt gerade hier ist. Aber ja, ich bin jetzt hier nochmal drin, denn es gibt einen prägnanten Unterschied zwischen diesen zwei Geistern. Der eine kriegt Line of Sight, eben der gute Moro, und der andere nicht. Und das ist der Tai. Deswegen stehe ich hier erstmal im Schrank, um die Geschwindigkeit am Anfang hören zu können. Ne? Hören zu können, wie schnell es ist, ne? Dann kann sich jeder auch ein Bild davon machen. Kann jeder selber drauf hören, wie schnell ist der Geist gerade. Kann sich die Steps so ein bisschen einprägen. Danach verlasse ich diesen Schrank, versuche Line of Sight zu bekommen. Also sprich, dass mich der Geist sieht oder weiß, wo ich bin. Und dann kann man schauen, ob sich die Geschwindigkeit verändert. Die Jagd beginnt. Wir hören auf die Steps. Das ist eine ordentliche Geschwindigkeit. So. Oh. Da wird ihm schon ein bisschen anders. So. Ich hab geräuchert. Es ist schwer einzuschätzen, ne? Es ist nicht einfach. Aber für meine Ohren hatte es die gleiche Geschwindigkeit weiterhin. Und was auch noch ein wichtiger Faktor ist, oder ein interessanter Faktor, der gute Moro, jetzt ist da hinten Duschan, der gute Moro hat mehr oder weniger das Problem, dass wenn man ihn räuchert, er länger unter diesem Effekt ist.
Sprich, er irrt länger rum. Ich hatte jetzt bei diesem Geist den Eindruck, dass er zwar aufgrund der Räucherstäbchen in eine bestimmte Richtung zum Beispiel gegangen ist, aber relativ schnell wieder zurückkam. Ich finde, diesen Punkt kann man besser testen, wenn man jetzt die Stufe 3 Räucherstäbchen hat, denn dann bleibt der Geist stehen. Bup. Und sobald der Effekt aufhört, bewegt er sich wieder. Bei der Stufe 1 läuft er halt die ganze Zeit rum. Deswegen ist es schwer einzuschätzen, wann er jetzt umdreht zum Beispiel, weil er nicht mehr unter diesem Effekt leidet, oder wann er umdreht, weil das einfach gerade sein Weg ist, trotz der Verwirrung. Ne? Ich gehe hier nochmal rein. Wir haben hier nochmal eine lange Line of Sight und ich will die Taschenlampe weglassen und mir eine Kopfkette holen. Denn so haben wir die Möglichkeit, zwei Räucherstäbchen zu nehmen. Man kann sich etwas besser anschauen, wie ist gerade sein Verhalten, wie lange ist er benommen. Deswegen hier nochmal rein. Licht anmachen, wir sind auf 0% Sanity, deswegen können wir hier jetzt im Licht warten. Sonst ist es eher kontraproduktiv, wenn man sich im Licht aufhält, wenn man auf einer Jagd wartet. Denn oftmals ist man dann noch nicht in Hunting Range. Ne? Für mich heißt es jetzt warten. Ich habe zwei Räucherstäbchen, dann können wir ihn das erste Mal räuchern und können ihn so ein bisschen beobachten, wie lange er rumirrt. Danach können wir ein zweites Mal räuchern und dann natürlich Abmarsch. So hat er auch die Möglichkeit, uns länger oder öfter zu sehen und dann eben sollte er Line of Sight Geschwindigkeit bekommen, diese Geschwindigkeit aufzubauen. Sollte er diese nicht bekommen, dann wird sich nichts verändern an den Steps. Die Jagd beginnt. Man hört wieder diese Steps, Hyperspeed. Sie kommen. So, sie ist geräuchert. Na, jetzt kann sie uns gerade erstmal nichts tun. So, der Effekt hat aufgehört. Ihr habt es gemerkt, sie ist wieder in meine Richtung gegangen. Ich versuche jetzt irgendwie wegzukommen. Na, sie hat immer noch die gleiche Geschwindigkeit. Sie hat uns nicht lange gesehen, aber sie hat uns gesehen. Sprich, die Geschwindigkeit hätte sich erhöhen müssen. Man muss natürlich an dieser Stelle sagen, unter reellen Bedingungen, wenn die eine normale Runde zockt, dann ist es etwas leichter, die beiden zu separieren, denn aufgrund der Tatsache, dass ihr einen Geistraum habt, in dem ihr euch aufhält, wodurch ein Teil altert, nimmt natürlich auch die Geschwindigkeit ab. Je älter ein Teil ist, und das bewirkt ihr, indem ihr im Geisterraum seid, er sollte in eurer Nähe sein, dann altert der Teil. Und das ist natürlich dann der Kontrast. Ne? Wenn ihr einfach die Runde zockt, wird er langsamer und man wird später vielleicht einen Unterschied merken. Ne? Dann solltet ihr einfach nur schauen, dass ihr auf 0% Sanity kommt und wenn ihr dann keine Geschwindigkeit, also keine Geschwindigkeitsveränderung zwischen den Jagden habt aufgrund der sinkenden Sanity, dann wisst ihr auch Bescheid. Aber in dem Fall, er hat keine Line of Sight bekommen, die Geschwindigkeit war gleich und er war nicht wirklich lange benommen. Ich glaube 5 Sekunden ist es bei den normalen Geistern und beim Moro müssten es glaube ich 7,5 Sekunden sein. Also nicht wirklich extrem viel länger, aber doch merklich. So, wir düsen ab. Ich habe jetzt hier den guten Teil eingetragen. Und hier habt ihr jetzt ein paar Tipps und Tricks, wie ihr diese zwei Geister, die vielen Leuten noch Kopfzerbrechen geben, wie ihr die separieren könnt. Und dann könnt ihr selbst in so einer Challenge, wenn ihr relativ entspannt, mit einer 100%igen Trefferchance, könnt ihr einen Teil erkennen oder eben ein Moro. Gut, das Gegenstück hätte ich jetzt auch gerne gehabt, aber vielleicht haben wir heute Glück und kriegen noch ein Moro, dann habt ihr gleich den Gegenpart. Sollte das der Fall sein, würde ich ihn wahrscheinlich gleich hier im Anschluss irgendwie noch hinschneiden, aber ich entscheide später, wie ich es mache. Such mir einen neuen Geist. So, die nächste Jagd und wir haben es mit einem etwas schnelleren Geist zu tun. Man hört es. Geht einfach nur nach dem Gehör. Man merkt, selbst nicht normal. Wir räuchern ihn. Ja, dann fällt euch was auf. Hier, wir stehen offen. Er kommt nicht zu uns. Ist euch aufgefallen, wie lange er unter diesem Effekt stand, ab dem Moment, wo wir ihn geräuchert haben, wie lange er hier rumgeirrt ist? Die Steps, die wir gehört haben, waren nicht allzu laut, also kein wirklich kranker Hyperspeed, obwohl wir auf 0% Sanity sind. Und damit gebe ich euch schon mal einen Tipp, welchen Geist wir haben. Es ist das Gegenstück zum Geist, den ihr gerade eben gesehen habt, und zwar der gute Moro. Und by the way, ich habe hier nichts irgendwie zusammengekartet, das ist tatsächlich mein nächster Geist. Nein, das hier ist der gute Moro. Die Startgeschwindigkeit, die er hat, wenn die Jagd beginnt, ist auf jeden Fall niedriger als vom Tai, wenn er noch nicht gealtert ist. Aber er bekommt Line of Sight.
Er bekommt Line of Sight und dadurch kann er die schnellste Geschwindigkeit bekommen. Man hat das auch gerade sehr schön gemerkt. Er kam hier auf uns zu und irgendwann wurde er schneller. Er wurde schneller, je näher er gekommen ist, sprich je länger er uns gesehen hat. Ich mache hier nochmal alle Lichter an und werde das Ganze nochmal rauskitzeln und werde ihn hier hinten im Eck räuchern. Es könnte sein, dass ich sterben werde, denn na, er wird eine ordentliche Geschwindigkeit aufbauen, wir haben hier kein Versteck. Aber darum geht es nicht. Es geht einfach nur darum, die Geschwindigkeit genauer anzuschauen. Deswegen mache ich jetzt hier mal die Tür auf, ich warte auf die nächste Jagd und dann habt ihr gleich hier diesen Kontrast. Oder könnt schön sehen, wie er ab dem Moment, wo er hier hinten ist und uns sieht, immer, immer schneller wird. Und zwar eine ordentliche Geschwindigkeit aufbaut, die selbst den Teil noch übertreffen könnte. Hier kommt er. Da merkt ihr, wie er auf einmal aufgebaut hat. Dann hört ihr jetzt die Steps. Die sind sehr, sehr schnell. Könnte sein, dass ich jetzt sterbe, wie gesagt. Das wäre ungünstig. Hätte ich jetzt noch ein zweites Räucherstäbchen, würde ich nochmal an der Seite aufbauen. Denn das war noch nicht der Topspeed. Da geht noch was. MRO ist relativ entspannt zu erkennen, denn wir könnten jetzt seine DP nehmen. Wir könnten jetzt seine DP nehmen und dann hätte er jetzt eine langsame Geschwindigkeit. Denn seine Geschwindigkeit ist abhängig von der Sanity, der Gesamtsanity. In dem Fall können wir sie jetzt nicht einsehen, denn Bildschirme sind im Arsch. Aber nein, je niedriger die Gesamtsanity ist, sollte die im Koop sein, deswegen Gesamtsanity, desto schneller ist er. Er kann ab 50% jagen. Selten jagt ein Büro wirklich ab 50%, aber dann wäre er sogar noch langsamer als die Standardgeschwindigkeit der Geister. Das ist sehr, sehr interessant. Die meisten Büro, die ich habe, jagen erst ab ungefähr 40%. Aber wie gesagt, theoretisch kann er 50% jagen. Ich düse jetzt ab. Moro ist eingetragen. So habt ihr jetzt auch nochmal den Kontrast. Also, Moro und Tai. Tai, wenn er noch nicht gealtert ist. Und Moro, wenn ihr auf 0% Sanity seid. Tai hat eine schnellere Startgeschwindigkeit. Der Moro ist ein bisschen langsamer als der Tai, aber schneller als normale Geister. Da der Tai keine Line-of-Sight-Geschwindigkeit bekommt, bleibt er konstant. Der Moro baut Geschwindigkeit auf, dass er der schnellste Geist ist. Mit, ich glaube, 3,6 Metern pro Sekunde. Ist relativ viel. Sprich, man merkt beim Moro einen Kontrast bezogen auf die Geschwindigkeit, die er während der Jagd verändert. Beim Tai habt ihr nur von Jagd zu Jagd, insofern ihr ihn altern lässt, eine Geschwindigkeitsveränderung. Ich hoffe, dass euch das Video geholfen hat, diesen Kontrast besser zu erkennen, diese beiden Geister besser auseinanderzuhalten, denn ich hatte damit sehr starke Schwierigkeiten, aber durch sowas, finde ich, kann man das gut trainieren. Indem man sich einfach mal der Jagd stellt, sei es im Versteck oder sei es aktiv räuchern, einfach einen Fick drauf gibt, ob man stirbt oder nicht, sondern einfach nur versucht, den Geist während der Jagd zu erkennen. Ist eigentlich sehr, sehr cool. Ich suche euch noch einen Geist. Merkt ihr, dass der Geist langsamer ist? Aber Line of Sight aufbauen? Er ist jetzt gerade runter in den Keller. Aber merkt ihr, bezogen auf die Steps, jetzt hat er ein bisschen Line of Sight dazu bekommen und ist ein bisschen schneller unterwegs. Kollege, ich bin hier. Da, ich wollte gerade sagen, da kommt er wieder. Also, bei diesem Geist ist sehr auffällig. Er war langsam. Er war langsamer. Ich mache hier jetzt ein bisschen Festbeleuchtung an, damit wir ihn gleich nochmal sehen können. Momentan gibt es zwei Geister, die potenziell möglich sind, unter diesen Voraussetzungen. Wir haben überall Licht, beziehungsweise ums Licht geht es gar nicht, sondern eher um die Elektrizität. Sprich, in dem Fall der Breaker, der an ist und das Ganze aufheizt. Sprich, es ist schön warm überall. Deswegen gibt es an der Stelle zwei Geister, und zwar der langsame Zwilling oder der gute Hantu, wenn es eben schön kuschelig warm ist. Die Besonderheit am Hantu ist, er kriegt keine Line-of-Sight-Geschwindigkeit. Wenn er sich lange in dem Bereich, in dem Raum aufhält, dann sinkt dort die Temperatur, na, wie bei jedem anderen Geist auch. In der Nähe des Geistes sinkt die Temperatur und dadurch wird der Hantu schneller, aber nicht durch Line-of-Sight. In dem Fall haben wir ihn hier diese gerade Linie entlang gelotst und er wurde schneller. Das kann beim Hantu nicht sein. Deswegen ist das hier ein langsamer Zwilling. Man hat das schön gemerkt, er war ein bisschen träge am Anfang, er war ein bisschen langsamer. Wir konnten ihn lange loopen, wir konnten auch zurückgehen und er ist nicht wirklich allzu schnell an uns rangekommen. Aber man hat eben schön gehört, dass sich Geschwindigkeit aufgebaut hat. Ich warte jetzt nochmal auf eine Jagd. Das ging schnell.
So, und jetzt ist er schneller. Er kam jetzt auch aus dem Wohnzimmer und nicht aus dem Schlafzimmer. So, ich muss jetzt leider die Beine in die Hand nehmen. Na, hier hat man jetzt den Unterschied. Erste Jagd war ja schön langsam. Oder langsamer. Zweite Jagd, wir hören nochmal auf die Steps. Geht jetzt ernsthaft runter in den Keller. Zweite Jagd war ja schneller. Und hat im Nebenraum begonnen. Und das ist eine Besonderheit der Zwillinge, dass es eben theoretisch zwei Geister gibt. Optisch ändert sich nichts am Skin. Ihr werdet außerhalb der Jagd, werdet ihr, keine Ahnung, nicht auf einmal von der Oma und dann von Wackelchen erschreckt. Nein, das mit diesen zwei Geistern bezieht sich darauf, dass sie zwei Geisträume haben, die nicht allzu weit weg sein können. In dem Fall Schlafzimmer und Wohnbereich. Also sprich hier und hier hinten durch die Tür. Das sind die zwei Räume. In jedem dieser Räume ist einer dieser Geister. Jeder kann mal was machen. Die Besonderheit an den Zwillingen ist außerhalb der Jagd. Ihr könnt zum Beispiel einen Gegenstand fliegen hören, der links von euch ist und auf einmal hört ihr weiter, also rechts von euch, weiter weg hört ihr einen zweiten Gegenstand. Das deutet oft darauf hin. Aber es geht ja um die Jagd. Der erste Zwilling war langsamer. Ne, ist minimal langsamer als die Standardgeschwindigkeit der Geister. Das merkt man, weil er so ein bisschen träge wird, so ein bisschen müde noch, ne, verschlafen. Denke ich mir da ganz gerne. Ist einfach ein bisschen langsamer. Das merkt man auch, denn selbst wenn er euch sieht, kommt er nicht so übertrieben schnell an euch ran. Der schnelle Zwilling hingegen hat die Möglichkeit, oder ist natürlich, sagt der Name schon, schneller. Und zwar ein gutes Stück schneller, und zwar 0,4 Meter pro Sekunde. Also der Kontrast zwischen diesen zwei Zwillingen merkt man. Und deswegen kam er allgemein schneller auf uns zu. Und ja, WAMP ist natürlich immer ein bisschen risikoreich. Ihr habt dann die Möglichkeit, diesen Geist in eurem Versteck herauszukitzeln. Solltet ihr euch mal nicht sicher sein, hey, habe ich jetzt einen Zwilling und habe ich doch, wie zum Beispiel vorhin, den Handtuch. Na, bezogen auf Temperatur. Wartet einfach ein bisschen ab. Der Zwilling muss nicht von Jagd zu Jagd seine Geschwindigkeit ändern. Na, es ist nicht der erste Zwilling, dann der erste, zweite, na, die wechseln sich nicht ab. Nein, es kann auch sein, dass ihr 10 Jagden hintereinander den ersten Zwilling habt. Oder 10 Jagden hintereinander den zweiten. Aber früher oder später wird der andere Zwilling auch mal eine Jagd starten. Ihr habt hierbei, by the way, auch die Möglichkeit, beziehungsweise der Geist hat die Möglichkeit, zu chainhunten. Sobald eine Jagd auffällt, bupp, kann der nächste Zwilling anfangen. Das ist auf jeden Fall ein kleines Risiko. Hat mich auch schon mal fertig gemacht. Ich habe es einmal, ich weiß nicht, ob es zweimal, aber einmal, an das kann ich mich zumindest noch erinnern, habe ich das erlebt, dass eine Jagd aufgehört hat und direkt hat, danach hat eine weitere Jagd gestartet. Deswegen mit Vorsicht genießen, aber ihr könnt auch einfach ins Versteck gehen und die Jagden absitzen. Früher oder später werdet ihr merken, ob ihr einen Zwilling habt. Und zwar spätestens, wenn der Geist die Geschwindigkeit ändert von Jagd zu Jagd. Ladies and Gentlemen, das war's mit diesem Geist. Wir düsen jetzt natürlich ab, schauen, ob wir richtig lagen. As I said, sowas wie ein Handtuch kann teilweise tricky sein, sollte es warm genug sein. Ist ein bisschen, ja, ist so ein kleiner Knackpunkt. Oder bezogen auf den schnellen Zwilling gibt es natürlich auch die anderen Geschwindigkeitsgeister, wo man teilweise dann ein bisschen verwirrt ist. Ja, denn klar, der schnelle Zwilling ist nicht so übermäßig schnell. Aber wenn man sich noch nicht so damit auseinandergesetzt hat, mit den Geschwindigkeiten der Geister, könnte man vielleicht auch denken, warte mal, der Geist ist schneller. Könnte vielleicht auch ein Roh sein. Könnte vielleicht auch ein Handtuch sein und das ist etwas zu kühl. Na, dann ist man da ein bisschen verwirrt. Deswegen achtet auf die Merkmale, sprich was wie das Chainhunten bei den Zwillingen oder eben die Tatsache, dass es mal der schnelle und mal der langsame Zwilling sein kann. Ganz egal, ob ihr mit Line of Sight oder ohne Line of Sight den Geist jagen lässt. Dann könnt ihr das Ganze separieren und dann könnt ihr auch zu 100% sagen, jo, ich habe einen Zwilling. Ich gehe jetzt auf jeden Fall ins nächste Haus rein, suche mir ein schönes raus und hoffe, dass wir heute vielleicht wirklich noch einen Djinn zu sehen bekommen. Ladies and Gentlemen, dieser Geistjäger ist nicht ganz so einfach wie die meisten wahrscheinlich. Diesen Geistjäger kennt man nicht an der Geschwindigkeit. Sondern an etwas anderem. Achtet mal genau auf den Geist. Ist euch besonders hier neben mir etwas aufgefallen? Ladies and Gentlemen, macht gerne nochmal zurück. Beziehungsweise, ich hoffe, ich denke dran, es euch einzublenden. Diesen Geist
kann man theoretisch sehr, sehr schön während der Jagd erkennen, wenn man weiß, worauf man achten muss. Wir haben es mit einem Oni zu tun. Der Oni hat ein spezielles Blinkverhalten. Der ist länger sichtbar während der Jagd. Die Abstände zwischen ich bin jetzt sichtbar und ich bin wieder sichtbar. Also sprich, diese Pausen sind zum Teil relativ kurz. Sie können auch nur 0,1 Sekunde sein. Na, dass er wirklich nur, na, ihr seht ihn und auf einmal wird er kurz unsichtbar. Also wirklich nur so für einen Bruchteil. Und ne, das hat für dieses Blinkverhalten gesorgt, das er hier am Ende neben mir hatte. Wie gesagt, ich hoffe, ich habe es eingeblendet. Macht euch gerne nochmal zurück und schaut euch die Jagd nochmal an. Und dann achtet wirklich auf dieses Blinkverhalten. Wie lange ist er unsichtbar? Wie lange ist er sichtbar? Das ist sehr, sehr interessant. Ich habe damit auch Schwierigkeiten gehabt. Ich werde jetzt hier auch nochmal reingehen, denn na, wenn man schon mal einen Oni hat, nützt man es gerne aus. Ich hatte damals Schwierigkeiten gehabt, das zu erkennen. Dieses Blinkverhalten und das zu separieren von dem normalen Blinkverhalten. Bis mir eben so ein paar Blinkmomente aufgefallen sind. Natürlich hast du das Licht ausgemacht, aber hey, dann das Ganze jetzt mit Nachtsicht. Hier habe ich beide meine Kerze angemacht. So, und jetzt achtet. Achtet auf das Blinken. Na, achtet darauf. Na, hier zum Beispiel, es war dieses Unsichtbare. Und es ist einmal kurz aufgeblinkt, also kurz sichtbar geworden. Das ist auch eine Fähigkeit von mir. Na, seht ihr das? Das, was so aussieht, als ob es ein Bug ist. By the way, jetzt muss ich die Beine in die Hand nehmen. Na, ich habe jetzt keine Räucherstäbchen mehr. Das aussieht, als ob einfach so ein Fehler ist. Na, das sagt immer noch. Das ist der Oni, würde ich mal sagen. Das hat mir geholfen, den Oni zu erkennen. Einfach das, dass er entweder die ganze entweder sichtbar war und auf einmal wie so ein Störeffekt, ne, dass er eben kurz unsichtbar wurde, das für diesen Effekt gesorgt hat. Oder eben das Ganze andersrum. Er ist eigentlich gerade in der Phase, in der er unsichtbar ist und wird einmal kurz wieder sichtbar. Einmal so, bupp, für ein Nü. Das sind die zwei Faktoren, auf die ich beim Oni achte, wenn ich mir mal nicht sicher bin, hey, ist es ein normaler Geist, der jetzt einfach nur gerade mir so vorkommt, als ob man ihn lange sieht? Oder ist es wirklich ein Oni und man sieht ihn wirklich lange? Ne? Das hat mir geholfen und ja, macht gerne nochmal zurück, schaut euch die Jagd nochmal an, sowohl die erste in Farbe, also mit Licht und Blabimblub und natürlich auch die zweite in Nachtsicht und achtet wirklich mal auf den Oni und versucht einfach diese Momente zu erkennen. Vielleicht hilft es euch auch, mir hat es damals geholfen, wir düsen jetzt natürlich noch ab und schauen uns das Ganze an. Es kann auch sein, dass ich das gerade eben hier, die Erklärung, dass ich die nochmal neu vertont habe mit Videomaterial, damit ich euch genau sagen kann, was da ist. Also nicht wundern. Nicht wundern, wenn das da ein bisschen seltsam ist. Ach ja, ich hätte ihn vielleicht eintragen sollen, aber den Oni erkannt. Und das waren heute 4 Geister, Ladies and Gentlemen, die man leicht verwechseln kann oder leicht durcheinander kommen kann. Aber ich hoffe, mit meinen Tipps könnt ihr sie erkennen, sowohl Moro als auch Tai, als auch Oni, als auch Zwillinge. Genau. Leider heute kein Djinn, aber ich werde mein Bestes geben, euch demnächst auch nochmal einen Djinn zu liefern. An dieser Stelle war es das mit dem Video. Wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Das sind so ein paar Tipps, die vielleicht nützlich sein könnten, gerade wenn man auf Albtraum switchen will und eine Auswahl an Geistern hat, die man vielleicht auch nur während der Jagd erkennen kann. Und zumindest es gut wäre, dass man den Geist während der Jagd erkennen könnte oder separieren könnte. Ladies and Gentlemen, ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos. Bis dahin, einen schönen Tag und bis dann. Ciao, ciao.